Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 9 Tage bis Ostern. Heute geht es mal wieder um ein Pärchen. Aber diesmal um ein Geschwisterpärchen. Fast schon wie siamesische Zwillinge. Nein, waren sie nicht. Aber sie waren doch ganz eng beieinander, aber so verschieden. Maria und Martha. Als Jesus in ihr Dorf kommt, da ist es die Martha, die ihn einlädt zu sich nach Hause. Sie bewirtet also nicht nur ihn, sondern damit auch die Jünger, denn Jesus war ja selten allein unterwegs. Das heißt, sie hatte durchaus gewisse Mittel, aber sie war vor allem großzügig und hatte ein dienstbares Herz, hat also gerne für andere gekocht, sie versorgt und wie man so schön sagt, sie hat mit praktischen Liebesdiensten ihre Liebe anderen Menschen gezeigt. So ist sie am Werkeln in der Küche, kochen, machen, tun, vorbereiten, alleine. So allmählich wundert sie sich, dann wundert sie sich noch mehr, wieso sie jetzt alleine in der Küche ist. Sonst machen das sie und ihre Schwester doch gemeinsam. Und außerdem ist das nun mal so in der Kultur, dass man das als Frau vorbereitet. Wo ist Maria? Und sie schaut sich um, die Martha, und naja, es dauert nicht lange, da sieht sie die Maria zu Füßen von Jesus. Und dann macht sie etwas, was wir Menschen sehr gerne machen. Wir ärgern uns über jemanden, das passiert, normal ist das. Aber dann spricht man nicht mit der Person selbst, sondern mit einem anderen, wo man denkt, die andere Person, die wird schon richten. Die wird der schon bestellen und ausrichten. Ist übrigens mir als Pfarrer nicht so ganz unbekannt. Aber es ist immer, immer wertvoll, direkt die Person anzusprechen, um so die Beziehungsebene zu vertiefen, um so die Kluft nicht noch größer werden lassen. Aber all das sagt Jesus ihr nicht, sondern er sagt kurz und knapp, Maria macht's richtig. Maria macht's richtig. Sie nimmt sich die Zeit, um zuzuhören, um zur Ruhe zu kommen, um die Worte, die ich sage, wirken zu lassen. Das ist das Erstaunliche an dieser Begebenheit. Das ist das Besondere. Und Jesus sagt ihr noch, Martha, Martha, du bist so besorgt. Das heißt, auch in unserem Machen und Tun, das kann ein Ausdruck unserer Sorgen sein, nicht zur Ruhe kommen, nicht die 15 Minuten sich zu gönnen, zu Füßen Jesu, wie es hier mein Anliegen ist in dieser Reihe über 40 Tage und 40 Menschen, 40 Mal Begegnung mit dem Menschensohn. Also, Jesus sagt, aber nur eins ist notwendig. Komm zu Jesu Füßen, komm zum Vater im Himmel, komm in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Dort schöpfen wir Ruhe, da können wir den Shalom empfangen und die Freude im Herrn. Also nicht nur machen und tun, sondern so wie Jesus selbst, sich immer wieder zurückziehen und in dem Fall zu Füßen Jesu liegen. Lies doch einmal die entsprechende Bibelstelle. Jetzt habe ich sie gerade verschlagen. Ich meine, sie steht auf jeden Fall im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Wenn nicht, das Wesentliche dieser Geschichte habe ich wiedergegeben. Und nimm dir die 15 Minuten Zeit mit Jesus und sprich darüber, erstens, an welchen Stellen du indirekte Kommunikation gesucht hast, Dreieckskommunikation, und bitte den Heiligen Geist darum, wie du das klären kannst. Und
Das andere, nimm dir die Zeit mit Jesus, sei gesegnet.